Hi Leute, ja, willkommen zurück zu Zelda, ne? Ich mache jetzt diesmal keine große Begrüßung, ich meine wozu, ne? Ja, als Erinnerung, im letzten Part haben wir ein Pferd gefangen, nach mühsamigen Versuchen ein Pferd zu fangen. Du ruf mal das Pferd mit ZL, was ZL? Egal, auf jeden Fall haben wir irgendwo hier unser Pferd gelassen. Und das war ich sehe nicht gerade unser Ernst. Wartet mal kurz, bitte. So, ich werde jetzt als erstes einfach mal mein... Jetzt hör auf so rasseln im Hintergrund. Mein Pferd hier raussuchen. So, das tut höchste Aufmerksamkeit. So, wie ging das nochmal? Ah ja, hier seht ihr unser Pferd. Ich gehe einfach mal in Richtung Pferd. Dann könnt ihr gleich unser Pferd sehen, mein neues Pferd. Weil in... Ja, in Zelda, also in... Ja... Zelda Breath of the Wild oder generell in Zelda spielen, ist es verdammt wichtig, dass man ein Pferd hat. Ne? Wichtiger als jetzt im Real Life, weil im Real Life reite ist nichts. So. Ja, hier haben wir unser Pferd. Sieht doch schön aus, ne? Schönes Pferd. Lol. So, wir wollen aufsteigen. So, los. Tetzeln. Bestes Pferd tetzeln. Achso, da ist L. Ja, liebes Pferd. Und jetzt macht es auf dem Weg. Das heißt, wo wollen wir eigentlich hin? Ah ja, da. So, du siehst da den gelben Punkt. Mhm. Da musst du hin. Mhm. Und so auf dem Pferd. Ja, weshalb haben wir eigentlich das Pferd? Ihr wisst da, wir wollen zu der Stadt, dessen Name ich gerade wieder vergessen habe. Das ist dieser gelbe gedönste Punkt unten in der Karte. Ne, da wollen wir hin. Ja, und da gehen wir jetzt eben mit Hilfe des Pferdes dahin zu kommen, ne? Das ist mein absoluter Denkkampf. Ja, das Pferd ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig zu lenken, aber wie gesagt, ich bin kein Profi drin, aber würde man behaupten, einfach generell Pferde zu reiten, das ist, glaube ich, am Anfang immer schwer, auch im Real Life. Mal, kleine Story, nämlich mal am Rande, wie es in der Grundschule war, ja, es war in der Grundschule, man glaubt es kaum, da war bei uns mal das Zirkus in der Grundschule. Und da sind zwei Sachen wirklich schief gelaufen. Die erste Sache war, da war so ein Esel, auf den konnte man reiten. So, ich durfte dann auch mal auf den Esel reiten, hab mich auf den Esel gesetzt und das erste, was passiert ist, der Esel hat mich runtergeschmissen. Und dann war es natürlich traurig, ist das kleiner Zweitklässler, Drittklässler, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann traurig. Dann durfte ich nochmal auf den Esel drauf, hab mich wieder runtergeschmissen. Das heißt, der Esel hat mich nicht gemocht. Wie kann man mich nur nicht mögen, ey? Naja, so. Ja, und das Zweite ist auf jeden Fall, ne, das war die einzigste Reiterfahrung, die ich so gemacht habe. Ich saß für 2 Minuten vielleicht mal auf dem Esel. So. Ja, so, und das Zweite, was da schiefgegangen ist beim Zirkus, war, dass da am Schluss kamen Feuerschlucker, die haben so Feuerexperimente gezeigt. Und nein, dann ist nicht die ganze Schule abgefackelt, sondern der Rauchmelder ist angegangen. Aber auch das war nicht so eine tolle Sache. Weil dann kam die Feuerwehr und das ganze Glönze. Naja. Ja, das müsstest du aber auch kennen. Du solltest das und da gewesen sein. Ja, schon. Da war es in der zweiten. Ja, ich, egal. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Applaus. So. Übrigens kann man dich nicht hören, du musst es für die Leute übersetzen. Ja, doch, Leon hat es im Hintergrund. Hast du nicht Super Mario Maker angeschaut? Was hat es ja, da? Ja, aber trotz Schreins hat man mich nur manchmal verstanden. Ja, man will dich auch gar nicht verstehen, glaub mir. So. Also. Darum geht's nicht. Du hast die Stadt hier gerade aus dem Augen verloren und da ist ein X. Und das ist nicht wirklich sehr vorteilhaft. Ich bin gleich overgegangen. Ah ja. Wie wir. Da ist doch die Stadt. Ah, wo? Sag mal, hoch? Ja. Ah. Lol, wie bist du hingekommen? Jetzt ist ja nur die Frage, wie kommst du das so in die Stadt da hinten rüber? Weil das weiß ich nicht. Wie kommt das da immer näher? Ist mit meinen orientierungslosen Orientierungssinn. Nämlich keinen Pfeil, wo oben, unten, links und rechts ist, aber. Du scheinst es ja irgendwie zu wissen, wobei ich, wie gesagt, keine Ahnung habe, wo es zu der Stadt hingeht. Dessen Namen ist irgendwie immer noch vergessen, aber sehr schön. So, sorry, falls ich auch so laut rede irgendwie. Ich habe heute eine laute Stimme, ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich eine leise Stimme, manchmal eine laute, jetzt habe ich eine laute. Egal. Ja, übrigens, morgen ist Donnerstag. Ja, Applaus für diese Kenntnis. Ja, und morgen am Donnerstag werde ich mal ein kleines Infovideo hochladen, wo ich mich erstens mal für die Unterstützung in letzter Zeit bedanken möchte. Ich meine, 100
weil es das 35 Abos und wo es aber auch ein Infovideo raushauen möchte über so die generelle Zukunft von meinem Kanal, was jetzt planen zu machen und wie, inwiefern mich das alles klar und inwiefern mich die scheiß Sache mit den Rundfunkgebühren betrifft, die auf YouTube jetzt zum Teil erhoben werden. Ne, weil ich weiß nicht, zum Beispiel kennt ihr YouTube-Sender Pete Smith oder Rocket Beans TV? Ne, das sind da 24 Stunden, 7 Tage die Woche Streamer und die müssen, weil dies das ja schon als Rundfunk letztlich einstufen, die Regierung, müssen die Rundfunkgebühren zahlen und die können schnell mal ganz teuer werden. Also mit Rest teuer meine ich 500 bis 1000 Euro monatlich. Wohlbemerkt. Und ja. Und es ist ja nicht nur so, dass das die großen YouTuber bekommen. Nein. Diese Schreiben bekommen in der Tat auch ein kleiner YouTuber. Also so 2000, 3000 Abos so in die Richtung gehend. Und ja. Wenn irgendetwas in der gewissen Form und Weise dann auch bei mir kommen sollte, natürlich mit meinen 130 Abos, ich bin die Fliegenshilfe in der großen YouTube-Welt, aber trotzdem, es kann gut sein, dass sie das zum Beispiel wie auf Twitch jetzt komplett einführen, aber Twitch ist die größten Folgen, nämlich schon so, dass man da gleich bald gar nicht mal livestreamen kann, ohne solch eine Lizenz zu haben. Und wie gesagt, ich werde nicht 1000 Euro monatlich dafür ausgeben, um Livestreams zu machen. Danke, Ateno, wir sind da. Halleluja. So, hier in der Stadt geht's jetzt weiter. Geh mal rein. Oh, die sieht auch wieder so schön aus. Also, wie gesagt, zu dem Thema geht es nächstes Mal weiter. So, wer ist denn da? Bist du ein Eindringling? Ja, auf Wiedersehen. Nee, nein, ich bin Reisender. Hm, stimmt schon. Du siehst wie ein ganz normaler Hai-Liane aus. Tja, Digga, davon, dass du das gesagt hast, das ist nicht so gut, ne? So, unter diesen Hai-Lianern gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vorschnelle Schlüsse gezogen habe. Wenn du wüsstest, wie oft dir das gehören zu bekommen. Also, wenn du einkaufen willst, ja gut, der verkauft wieder hier Sachen. Wir wollen aber nichts einkaufen, wir gehen einfach mal rein. Ja, schön. Dasselbe wie wir Kakariko gefunden haben, es regnet. Man kann die Stadt einfach gar nicht anschauen. Ne, das ist nicht schön. So, jetzt sieht man vielleicht ein Bild besser. So, da sind Kinder. Ja, das Pferd folgt dir. Man glaubt's kaum. So. Da haben wir mal ein Haus. Also, irgendwas sollten wir machen. Da blinkt was. Du musst zum Blinken etwas hin, da geht's weiter. Das dürfte sich scheinbar hier drin befinden. So, diese Symbole, die man hier unten auf der Karte sieht. Da haben wir ein Hemd und dann noch so eine Vase. Das ist der Krämerladen und das Gasthaus? Im Prinzip ja. Und nur, dass es mit den Hemden kein Gasthaus ist, sondern ein Haus, wo man die Kleider kaufen kann. Nennt sich Kleidershop. Gasthaus wird mit einem Mond gekennzeichnet, als Hotel. Also, ja, Gasthaus-Hotel. Es ist dasselbe im Prinzip. Ach, egal. Ja, nice, ne? So, wir klettern auf Bäume. Ja, aber ich muss sagen, Bäume klettern ist immer unkraftbar wichtig. By the way, wir haben jetzt, wie viel Part haben wir eigentlich? Sind hier erstmal. Wenn man schaut, die wirklich großen YouTuber, Nintendo ist bei Part 70 oder so. Random Kai ist gar nicht pressen, der ist bei Part 100 oder so. Also hat es über 100. Parte einfach mal. Das ist krank. Die haben auch alle über 70 Stunden Spielzeit, ne? Wer ist so krank und hat die Zeit dafür? Ich habe bei Zelda, glaube ich, 10 Stunden plus. Aber nicht 70 Stunden plus. Frage mich erst, wo haben die alle die Zeit dafür? Klar, die machen das zum Teil beruflich, aber auch trotzdem. Auch andere Freunde, die ich kenne, haben irgendwie schon 50 Stunden plus, ne? Also, viel Spaß. So, ja. Das ist inzwischen nämlich schon mein, ist ganz interessant, tatsächlich 30. Part. 30. David, ich möchte eine Waffe weglegen, wie mache ich das? Ja, mit, klick drauf. Ablegen. Wegwerfen. Ja, oder ablegen. Design. Also, ja, beides geht, glaube ich, keine Ahnung. Ja, was machst du hier eigentlich? Du weißt, was du machst, ne? Ich hoffe. Ja, ich weiß, was ich mache. Ich nehme mir eine Holzkelle. Was hältst du mit der Holzkelle? Sie macht mehr Angriffsschaden als zum Beispiel die Waffe von so einem Moblin. Ah ja, so. Fast fertig macht. Sehr schön. Jetzt habe ich, weiß ich, wo das Gasthaus ist. So, ja, da ist das Gasthaus. Jetzt habe ich gerade eine Suppenkelle in der Hand. Aber ich habe da keinen Peil, ob wir jetzt sogar richtig gehen. Weil das, die Ortschaft Tatendo, das erste mussten, war da halt einfach schon.
Und wie wir sehen, der Punkt geht halt immer weiter und wir gehen, glaube ich, gerade schnurstracks aus dem Ort raus. Aber wir klettern da trotzdem mal hoch, wenn es funktioniert. Wenn es regnet, bei Regen kann man nicht so schön klettern, dann ist es alles klipprig und rutschig. Das ist auch im Real Life so. Doch schon. Aber es ist halt, ja, rutschig und du rutschst halt manchmal ab und das kostet dir Zeit. Manchmal. Ich rutsche immer ab, an derselben Höhe ab. Ja, dann bist du dumm. Hier. Siehe, ja. Ja, an dieser Stelle ist halt rutschig. Und wenn du jetzt runterfällst, dann brichst du dir alle Haxen, hast Game Over. Ich würde was beißern, weil sonst fängst du wieder irgendwo im Kosovo an. Bevor du jetzt hier Game Over hast. Ja, Kosovo, es ist ein Wort, man glaubt es kaum, ey. Ja, übrigens, sorry, dass du oft man glaubt es kaum sagt, ne? Das pressen mir die sowas in das Hula an, dass ich man glaubt es kaum sage. Ist halt irgendwie so ein Spruch, den ich mir angewöhnt habe, seit einem 12-Stunden-Stream immer mal wieder zu springen, ne? Man glaubt es kaum, ey. So. Ja, geil. Wir gehen hier hoch und schaffen es nächstes wie. Da, du warst so weit oben und. Ja, entschuldige mal, David, es regnet. Ich wollte einfach so erstmal schauen, bis du genügend Power hast. So. Ja, es regnet. Das ist mir auch hin aufgefallen. Wenn ich raushau. Digga. Ey, Digga, ne? Es regnet einfach auch im Real Life. Wie, was für ein schlechter Zeug ist das, bitteschön? So, naja. David, du hättest unbedingt beten müssen. Dann hättest du nämlich schon von dem ganzen Schreinzeugse genug. Ich weiß. Wozu beten ich jetzt? Ja. Du hättest also von den ganzen. Hättest du dir schon längst locker 6 Leben haben können und ewig viel Ausdauer. Ich weiß, ich hab ja nur das wisst. Überhaupt, ich hab zu 90% gar nicht mal an dieser Datei hier gespielt, ne? Bei der Aufnahmedatei. Das macht meistens Sam, Samuel. Aber der ist jetzt hier heute nicht da. Dementsprechend machst du stellvertretend. Ich spiele nur manchmal, wenn halt nichts anderes zu tun ist, weil ich spiele lieber meine eigene Datei hier, bei der es alles machen kann, was ich möchte und nichts hier mit. Online, Welt, Community, YouTube, alles zu tun hat, so. Was auch immer diese Messe zu sein sollte, es tut mir leid, ey. So. Pferd. Ja. Pferd hat mich gehört. Wenn das Pferd außerhalb des Radios ist, dann kann es doch nicht hierher fliegen. Ich kann ja nicht den Radius nicht sehen. Schau mal, du siehst doch da, dass da was hier aufblinkt. Wenn du innerhalb von diesem blinkenden Radius bist, hört das Pferd das. Und kommt zu dir. Ist der zu klein, außer ja, schau mal, wenn ein Pferd 50 Meter weg steht, du mit deiner Pferdepfeife rum pfeifst, hört dich das im Real Life auch nicht. Oh doch, es versucht zu mir zu kommen. Es funktioniert so. Ja, als ob, lol. Ja klar, das hat mich ja die ganze Zeit gehört, das hat nur nicht den Weg gefunden, weil die Pathfinding-Ding kommen. Das finde ich witzig, das ist immer ein geiles Pferd. Okay, dann funktioniert das doch, dann ist wohl noch ein längerer Abstand. Bist du dir sicher, dass das auf Abstand begrenzt ist überhaupt? Ja, doch, das habe ich gelesen, das ist definitiv. So, also ja, die Wegpfeiler hier, wie wir sehen, definitiv kann man lesen. So, wozu hast du das Pferd hergeholt? Drück mal A, drück mal A. Nein, geh zum Wegpfeiler und drück A. So, was steht da? Untersuchen. Hattino Bauernhof. Hattino Industrie. Ja, dann geht's hier doch nämlich weiter und Hattino. Hattino ist wirklich so eine große Stadt. Babustadt. Ja Leute, also ich habe mir gerade ganz Teil rausgeschnitten, weil ich da äußerst jemanden Wohnort genannt habe, so inkompetent wie ich bin. Wollte gerade erklären, Kakariko ist so eine kleine Stadt. Like, was ist denn irgendeine Vorstadt, die man kennt, wo ich nicht wohne? Like, irgendeine kleine Vorstadt, so. Die Satendo ist eine ganz große Stadt, so wie Berlin. Was ist eigentlich, was kann das Kryo-Modul? Es ist Kryo-Modul. Das Kryo-Modul von meinem Dings hier, von meinem Stein. Ja, das hast du jetzt hier ganz toll gemacht. Applaus. David, du hast dich mit deiner Bombe getötet. Applaus David, dafür. Ja? Was kann dieses Kryo-Modul hier? Achso, ja, damit kann das ich... Das ist für... Genau, damit kannst du halt Magnete reintun. Und dann kannst du halt mit Magneten da rumdingsen. Aber ich wollte erst mal was fressen. Ja, wollte ich dir jetzt raten, irgendwie. Ich würde mal sagen, Check A. Warum habe ich das jetzt schon wieder gemacht? Ja, was tust du jetzt übrigens... Wenn diese Bomben hier, wir haben Glück, dass die nicht irgendwie begrenzt sind, da wenn die begrenzt werden, wenn die irgendwie nach dem ersten Tag so leer. Das ist sinnvoll. Naja, ich möchte jetzt keinen anschauen, aber hier ist nur einer im Raum. Du auch noch? Stimmt, sehr gut. Ja, abgesehen von mir ist halt nur noch einer im Raum, ne?
Also es sind zwei Leute im Raum, ach vergiss es. Ja, so, ja, wir haben auch so eine Viertelstunde gespielt, ey, höchste Zeit ein paar zu beenden. Also, wobei, sonst geht er immer 18 Minuten, aber gut, dann machen wir jetzt nicht mal ein Mittelding, also 15:30 oder so, ach, keine Ahnung, aber was haben sie alles eilig. Ich habe ewig viele Äpfel geerntet, damit ich jetzt Sachen essen kann. Ja, schön, wenn du einen Ofen hättest, hättest du Bratapfel machen können, hättest mehr Leben haben können, also Leben schneller haben, also... David. Aber hast keinen, also musst du zufressen, weißt, musst mit dem auskommen, was du hast. Und nein, bloß nicht scharfen Grillteller essen. Bloß nicht scharfen Grillteller essen. Weil das sind erst so Sachen, die braucht man für die Endbosse. Weil die haben richtig krasses Lebensgedönse. Scharfe Grillteller, David. Ja, you see. It's important. Du hast nur nichts, halt nie was anderes. Das ist halt das Problem. Äpfel kannst fressen. Ein halbes Herz. Du musst mir rechnen. Ich bin rechnen nicht sehr gut. Wir haben vier Herzen. Zwei Herzen. Halbes Herz ist also. Ja, zwei ja, Herzen müssen wir füllen. Ja, es ist egal. Mathe bin ich nicht gut. So, ja. Also, so, ja, dann werden die Parts auch mal wieder beenden, ne, liebe Leute. Ich hab's vorhin angedroht. Jetzt ist es die Tatsache. Warum kannst du nicht wir reiten das mal einen halbstündigen Part machen, David? Nee, das ist zu lang. Warum ist das so lang? Wir spielen doch eh länger als. Ja, aber dafür bringe ich halt jeden Tag zwei Videos und nicht eins. Und dafür füllt es das dann auf. Also ich habe überlegt, war es entweder jeden Tag ein Video, das ist halbstündig, oder jeden Tag zwei Videos, die 20 Minuten sind. Und dann dachte ich mir, zwei Videos bei 20 Minuten ist besser als ein Video mit 30 Minuten. Deshalb habe ich das so gehandhabt und 20 Minuten nicht ganz normal und nicht schlimm und ja. So, egal. Das war's mit dem Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao Leute! Thank you.